Wenn aber das fotografische Abbild einer Landschaft etwas anderes werden soll als eine Postkarte, so ist es unerlässlich, nicht nur im Vorübergehen von ihr einen Schnappschuss zu machen, sondern den Wechsel des Geländes, die Art der Bepflanzung, ihren Vor- und Nachmittagscharakter und vieles anderes mehr wandern zu erleben. Denn Sehen ist nicht nur flüchtiges Hinschauen. Sehen ist viel öfter noch Erschauen. In diesem Schauen drückt sich eine Gerichtigkeit der ganzen Körpersinne aus. Und aus dieser Gerichtigkeit zieht der Künstler seine Gestaltungskraft. Und, soweit dies mit technischen, mechanischen Mitteln überhaupt möglich ist, auch der Fotograf. Es ist ein Zitat, das mir Günter vor einiger Zeit schon mal sehr nahegelegt hat, aus einem Fotobuch von Raoul Hausmann. Viel Spaß. Ja.